Hast du schon mal Blumenerde in den Backofen gegeben? In diesem kurzen Video zeige ich dir die unfassbaren Vorteile und warum du es in Zukunft auf jeden Fall machen solltest. Die richtige Vorgehensweise ist hier aber enorm wichtig. Nehme dir so viel Blumenerde, wie du für deine Blume benötigst und verteile diese jetzt auf einem Backblech, welches du vorher mit Backpapier ausgelegt hast. Verteile die Erde jetzt hier gleichmäßig auf dem gesamten Backblech. Zu den enormen Vorteilen und warum du es in Zukunft nur noch so machen wirst, kommen wir gleich. Damit dieser Trick funktioniert, ist es allerdings wichtig, dass die Erde ein wenig feucht ist. Wenn sie das also nicht ist, schnapp dir etwas Wasser in einem Sprüher und mache es ein wenig feucht. Damit die Erde jetzt gleichmäßig feucht ist, solltest du sie nochmal ein wenig durchmischen. Sie muss nicht komplett nass sein, ein wenig feucht reicht hier wie gesagt bereits aus. Wenn du das erledigt hast, können wir auch schon zum Backofen gehen. Schiebe das Backblech voll mit der Erde jetzt also in den Backofen und schalte ihn dann auf Umluft und die Temperatur auf 120 Grad. Stelle jetzt einen Timer auf 30 Minuten, denn so lange sollte die Erde jetzt im Backofen bleiben. Bevor du sie dann für deine Pflanzen verwenden kannst, sollte sie komplett ausgekühlt sein. Dank des Backpapiers kannst du sie auch wirklich einfach wieder zurück in den Topf kippen. Doch was genau hat dieser ganze Prozess uns jetzt gebracht? Selbst in neu gekaufter Blumenerde hast du oftmals Pilze und Larven. Das Problem mit den Trauermücken hat wohl jeder schon mal, der Pflanzen bei sich zu Hause stehen hat. Durch den Prozess im Backofen tötest du diese Larven allerdings komplett ab. Es können also keine mehr schlüpfen und auch Pilze werden dadurch komplett entfernt. Hast du außerdem schon mal einen Luftballon in deine Toilette gesteckt? In dem Video, welches ich dir hier verlinke, zeige ich dir, warum du das unbedingt mal probieren solltest. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.